So, und damit willkommen zurück beim Mass Effect. Wieder mal eine neue Folge. Ich glaube, wir sollten uns mal einen anderen Planeten suchen. Oder wir gehen nochmal zu Eos. Ich glaube, da waren auch noch zwei, drei Sachen, die wir ja mehr oder weniger liegen lassen haben. Fahrstuhl. Tüt, tüt. Tempest, wo geht's da hin? Nirgendwo, gut. Hat nach ihnen gesucht. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Angesichts der Aufgaben, die es erfüllt, könnte es tausende Meilen unter die Oberfläche des Planeten reichen. Oder ihn vollständig durchziehen. Wie ein unterirdisches Netzwerk. Das ist natürlich nur so ein Gedanke. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, um eine Hypothese über seine Funktionsweise aufzustellen. Die Reliktschöpfer, wer oder was auch immer sie waren, haben etwas vollbracht, das weit über unseren Horizont hinausgeht. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche, in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen sein. Also habe ich Dr. Aridana gefragt. Und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Sie machen Witze. Die Killer-Roboter aus der Milchstraße? Genau die. Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ÜLG-Sensor umfunktioniert. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Woher hatte die Initiative überhaupt dieses Wissen? Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Ich weiß es nicht, Ryder. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Mhm. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, hallo, Kalu. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich mag die Tempest, aber ich bin nicht sicher, ob ich für sie ganze Galaxien bereisen würde. Das Unbekannte hat durchaus seine Reize. Aber es ist seltsam, dass der Rest des Teams nicht hier ist. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen das Schiff an. Hm? Wir gehen das Tal an. Das wollten wir reinmachen. Na, dann haben wir die 2 drin. So, haben wir hier noch irgendwas? Jo. Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen...